Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dishonored 2. Wir sind in den letzten Folgen hier in den Dunbar Tower vorgedrungen. Mussten sehen, wie die Straßen hier verwüstet waren. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da weiter rankommen. Oh, noch ganz schön viele. Hier hinten war ja noch eine Tür. Gucken wir mal, ob wir hier etwas besser rauskommen. Es sind wieder arg viele. Mal sehen. Köter. Ich wollte eigentlich keinen Lärm machen. Gucken, ob wir den irgendwie mit der Armbrust kriegen. Innenbereich des Dunwall Towers betreten, jawohl. Da wollen wir ja auch hin. Ja, es wird immer spannend, ne? Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die Layla außer Gefecht setzen. Da bin ich mal echt gespannt, wo unser Spiel hinführt. Dunwall Tower. Okay. Ist da noch weiter? Nee. Das ist eine Kette, hier kann ich klettern. Nicht hoch genug. Kabel. Ups. Kabelwerkzeug. Okay. Nichts passiert, Gott sei Dank. Notiz von Delilah. Damit der Aufzug Strom bekommt, muss ich den Sicherheitsraum erreichen. Sie sagt, Delilah ist oben im Thronsaal. Aber vor ein paar Tagen war sie die ganze Zeit in dieser düsteren Aufseherkapelle. Was läuft da? Woran arbeitet sie? Sie fand es wohl lustig, die Kapelle als Studio zu benutzen, um Pigmente zu mischen, wo diese Idioten ihren Unsinn predigten. Aber sie ging in den Thronsaal, als sie bereit war, ihr neues Bild zu malen. Immer spannend, wenn sie etwas formt oder malt. Ja, aber dieses ist was Besonderes. Delilah sagt, es wird alles verändern. Die Welt und alle Sphären darüber hinaus. Wagen Sie einen Blick, wenn Sie sich trauen. Okay. Da oben ist wieder so ein komischer Köter. Den werde ich auch mal sehen, dass ich ihn ausschalte. Ich kann den Aufzug benutzen, um zur Delilah im Thronsaal zu fahren. Gucken, ich hoffe, ich treffe ihn. Na toll. Sehr schön. Der Oberaufseher. Boah, sag mal. Also,
jetzt hier gerade Artefakt, Runen. Okay. Ja, das wäre natürlich ein paar Bolzen, ganz schön, wenn ich die wiederfinden würde. Warte mal, kann ich die eventuell, dass hier ein paar rumliegen? Ja, da liegen ja ein paar. Glück gehabt. Durchgang gesehen. Okay, da ist ein. Wie komme ich da ran? Wo bringt der mich hin? Mal hin zur Kapelle. Oh oh. Da hinten ist einer. Da noch ein paar Hexen. Also ich glaube, ich werde mich da mal vorbeischleichen am besten. Dich dulden wir nicht im Dunwall Tower. Nur die feinsten Adelsleute dinieren an diesem Banketttisch. Und sitz endlich gerade. Ja, Ma'am. Ihr Straßenflittchen würdet Etikette nicht mal erkennen, wenn sie euch in den Arsch speist. Welch vulgäre Ausdrücke. Ich bin schockiert. Weiter. Ja. Wenn ich ohnmächtig werde, könnt ihr mich auffangen, bevor ich mir den. Okay, Glück gehabt, dass hier keiner hinter war. Steht ein Baum mitten in der Kapelle. Genau, und warum ist das Licht lila? Die Lailas Huhn, was? Ja, genau. Ach, Harmonie, ja. Der Laila arbeitet an etwas Schrecklichem, aber ich kann es vielleicht sabotieren. Gemalt, aber einen Baum hinzugefügt. Nach dem Anordnen der reinen und fehlerhaften Runen auf dem. Wenn ich mehr fehlerhafte Runen herstelle, könnte ich die Lailas Gemälde stören. Die Kapelle aus Farbe ersetzen. Mit weiteren Runen müsste das mit dem gesamten Reich funktionieren. Das wird mein größtes Werk. Diesen Misthaufen, in den wir geboren wurden, durch mein Gemälde zu ersetzen. Die Welt, wie sie sein sollte. Endlich wird alles vollständig in Ordnung sein. Da will ich auch noch ein Wörtchen mitreden. Neuer Missionsgegenstand. Ah ja, die fehlerhafte Rune. Sehr schön. Eine Menge Leute rum. Ja, sehr schön. Na, geht weg. Da müssen wir runter. Okay. Aber wiederum auch nicht. Hier ist der Sicherheitsraum, ne? Hier kommen wir zum, wo wir den Strom einschalten müssen. Genau. Ich habe nur irgendwie so das blöde Gefühl, ich sollte mir hier den Rückweg sichern.
Okay. Springmine. Packen wir nochmal eine hin. Und falls noch irgendwas anderes durchkommt, platzieren wir hier noch Narkomine. Okay. Ah, da oben ist noch eine Rune. Sehr geil. Die holen wir uns natürlich erstmal. Wer weiß, dass hier gleich die Hölle losbricht. So. Und fühl. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Doch, falscher Alarm. Sieht so aus, kann man die eigentlich wieder aufnehmen? Ah ja. Oh oh. Ja, die ist tot, würde ich sagen. So. Ja, war ganz gut. Ein linkes Bein. War keine blöde Idee. Neue Diagnose. Ja. Da geht er hin. Gut, die Maschine. Oh oh, das war eine blöde Idee, hier rein zu flüchten. Okay. Der kann nach vorne und hinten gucken. Wie böse. Halt. Falsch. Immer noch. Mausplan über Schlitter genutzt, Umgebung erkunden. Super Wiedergabe. Okay. Eine Tür zu. Da muss dann mal irgendwann tot zu kriegen sein hier. Okay, ist weg. Gucken, wo wir hier hinkommen. Die Maschine stellt eine Unklarheit. Ah, na super.
toll. Immer noch leer, Lauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Mal was im Schattengang schaffen. Ich freue mich auf den Monat der Netze. Frisch gepflückt ist doch am besten. Allgemeine Ordnung. Ich höre, Gebieterin. Ich bin. Warum läuft ihr? Oh. Wie war das möglich? Wie passend. Beruht vom Outsider persönlich. Verdammt. Schau mal in deiner Mimik. Ein alter Nagel im Kopf. Ich stampf mein Kissen mit seinen Haaren. Scheiße. Du fühlst dich so unsicher. Aua. Ich nehme dein Feuer. Wir sehen uns. Verdammt. Nur heil töten. Oh. Na, ja, das hat's mir jetzt erledigt. Scheiße. Wieso lief die da auch rum? Okay, wo werde ich jetzt wieder. Okay, hier sind wir. Jetzt sehe ich doch irgendwie. Mal gucken hier, sollen es an dem irgendwie vorbeischleichen? Mir gefällt der Klang, wenn sie auf den Boden fallen. So zart und so fein. Der Alten, die wir vom Dach gestoßen haben, hat mehr an diesem Geschirr als an ihren verfaulten Knochen gelegen. Sie bat uns, nichts mehr zu zerbrechen. Oh, bitte nicht das! Das ist über 100 Jahre alt! Nein, das gehörte Kaiser Johann Jacob Cauldron. Das war ein Hochzeitsgeschenk. Je älter es ist, desto lieber zerbreche ich es. Ja, warum eigentlich, frage ich mich. Noch ein Geheimnis. Und da will ich mal weg. Zwei Stück. Hier langkommen. Oh, Wasser. Hier hoch. Warum muss ständig ich bei Vollmond Moos sammeln gehen? Sobald es weniger Schlaf bedeutet, schicken sie immer mich nach draußen. Ja. Kenne ich, immer ich. Hinter.
Es sollte etwas Ausgefallenes sein. Etwas, auf das keine andere kommt. Vielleicht irgendwas mit Möwenaugen oder Katzenblase. Nächstes Mal versuche ich es bei zunehmendem Dreiviertelmond. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter. Bisher hat das ganz gut geklappt. Jetzt habe ich nur einen Ausrutscher. Ich hoffe, wir sind weggekommen. Sonst hätte uns hier oben auch noch alles erwartet. Haben wir irgendwas? Pistolenkugeln? Nee, brauchen wir nicht. Ja. Zum Dach des Towers gehen. Ich denke mal, ich mache jetzt hier noch Schluss und würde sagen, für die letzte Folge, die ziehen wir auch wirklich durch. Bis dorthin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.